Willkommen zurück zu TV Retro. Meine erste Reparatur beginne ich jetzt heute mit einem Super Mario Bros. 64 Modul. Vor circa 2 Jahren habe ich mir ein Mario Modul vom Forum 64 gekauft. Das Zusammenlöten des Moduls war jetzt nicht das Riesenproblem. Was ich direkt danach gemacht habe, war ein Fehler. Ich habe das Modul genommen und habe es einfach in einen Ultimate 64 gesteckt. Der Ultimate 64 ist eigentlich ein FPGA-Nachbau des C64. Auf dem Bildschirm kam aber absolut nichts raus. Also habe ich mir gedacht, okay, mit dem Ultimate 64 funktioniert das Ganze nicht. Steckt man das Ganze halt in den normalen C64. Und auch da absolut nichts. Ja, verdammt! Das Ende der Geschichte war, dass der nächste C64, den ich an das Crazy-Netzteil angeschlossen habe, auf einmal keinen Sound mehr hatte. Ich habe schon befürchtet, dass die Cartridge irgendwie den SID auf dem Gewissen hat, stellte sich aber heraus, dass in meinem Crazy-Netzteil die träge 1,2 Ampere Sicherung durchgebrannt ist. Ja, neue Sicherung in das Crazy-Netzteil rein und schon hat mein C64 wieder Sound. Das erste, was man sich ja natürlich immer dabei denkt, habe ich vielleicht die Chips falsch rum eingesteckt. Aber das ist definitiv in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Das nächste, was ich natürlich gemacht habe, war den Ersteller des Moduls anzuschreiben. Und der hat mich natürlich als erstes gleich mal gefragt, hast du das Teil in dem Ultimate 64 betrieben? Ja, warum? Ja, funktioniert nicht. Laut Gideon Zweizer, dem Ersteller des Ultimate 64, sei der PLD der Cartridge schuld. Effektiv kommt aber die Cartridge mit dem Ultimate 64 nicht klar, da es sich eben bei der Ultimate nicht um einen hundertprozentigen C64 handelt, sondern um einen Nachbau in FPGA. Naja gut, vor ein paar Tagen bin ich wieder auf das zerlegte Mario-Modul gestoßen. Und nachdem ich das jetzt bei Shadow auf der Classic Computing testen durfte, habe ich mir gedacht, das Teil wird man doch irgendwie reparieren können. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt 2 echt coole Werkzeuge besorgt und mit denen möchte ich jetzt heute mal versuchen, die Cartridge zu reparieren. Das erste Werkzeug, das ich testen werde, ist das Testophon 4000. Verkauft wird es mittlerweile als ContiTest 4000. Das Testophon ist, wie schon mal gesagt, ein Durchgangsprüfer, der je nach Durchgang unterschiedliche Töne von sich gibt. Auf der rechten Seite habe ich jetzt einige LS02. Die piepse ich jetzt mal kurz durch. Der nächste. Nochmal einer. Also es lässt sich auf jeden Fall ein Muster erkennen. Jetzt mal der hier. Ist cool, daraus könnte man Sorgen machen. Also der hört sich definitiv schon mal komplett anders an als die anderen. Den 74 LS174, den kann ich jetzt leider gar nicht durchpiepsen. Weil das einzige, was ich jetzt hier habe, ist ein 74 HC174. Und der wird sich definitiv anders anhören. Die Kondensatoren hören sich schon mal nicht verkehrt an. Ja, okay, das ist Masse. Also hier ist definitiv schon mal irgendwie kein Kurzschluss von einem Pin zum anderen. Die sind auch miteinander verbunden, das ist okay. Das geht echt so verdammt schnell mit dem Teil hier durchzugehen. Nein, definitiv kein Kurzschluss drauf. Zusätzlich habe ich mir den Retrochip Tester Pro vom 8-Bit Museum geholt. Der Chip Tester kann mittlerweile über 3000 Chips testen
Und dazu gehören unter anderem auch die ganzen 74er TTL-Chips, alte RAM-Speicher oder EEPROMs. Es handelt sich um einen Logic-Chip der 74000er Klasse, ein 7402, das ist der passen sollte. Genau, das ist nämlich ein nagelneuer. Und das ist der Chip, der da drin war. Ja, und der sagt schon mal Fehler. Also werden wir den 74LS02 schon mal austauschen. Jetzt haben wir hier noch den 74LS174, den ich leider, jetzt nachdem ich keinen Referenzchip habe, mit dem Conti-Test 4000 nicht messen konnte. Gucken wir mal, ob wir den damit auch testen können. Yep. Der sagt auch okay. Also, einmal LS02 raus. Neuen 74LS02 rein. Wenn jetzt das EEPROM drauf keinen Schaden genommen hat, dann sollte das Ding wieder funktionieren. Als erstes Mal verifiziere ich natürlich nochmal, dass der C64 funktioniert, indem ich den nochmal einschalte, ohne das Modul. Der funktioniert einwandfrei. Und dann kommt natürlich jetzt das Mario-Modul nochmal rein. Na, hakelt ein bisschen. Jetzt hat. Fingers crossed. Nice. Okay, da war ich auch schon mal besser. Ja, einmal frei. Wenn man das richtige Werkzeug hat, findet man auch relativ schnell heraus, welcher Chip jetzt kaputt ist und welcher eben nicht. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, die Cartridge in das Plexiglasgehäuse, das Lichtmichl produziert hat, zurückzubauen und wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr auf jeden Fall immer benachrichtigt, falls es ein neues Video gibt. Ciao, bis demnächst.